بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich wollte einige Worte loswerden zum dem Terroranschlag, der in Schweden heute passiert ist. Und mir fällt da eigentlich nur zu ein, dass sicherlich einige Leute heute diesen Terror rüsten, was man eigentlich sagen kann, dass sie ihn heute beglückwünschen werden. Und dass sie heute sagen werden, wir danken dir sehr für deinen Einsatz, den du gemacht hast. Für deinen Einsatz, dass du dein Leben geopfert hast für dieses Ziel. Ich denke, einige werden das sagen oder könnten das sagen. Aber diejenigen, die das sagen, werden keine Muslime sein, sondern es werden vielmehr diejenigen sein, die gegen den Islam sind. Denn man braucht sich jetzt nur in islamfeindlichen Foren umzugucken, wie sie am Jubeln sind und wie sie Bestätigung gefunden haben für ihre Hetze, die sie seit Jahren praktizieren, um den Muslimen das Leben schwer zu machen. Jetzt werden sie sagen, seht ihr, haben wir doch gesagt, habt ihr es gesehen, ha, seht ihr die Muslime, das sind blutrünstige Verrückte, die versuchen, hier, die wollen uns töten und dieses und jenes und das und das. Was hatte dieser Anschlag gebracht? Einer bringt sich selber um, zwei Verletzte. Alhamdulillah, dass nicht mehr gewesen sind, Alhamdulillah. Dann hätte man noch mehr Grund gehabt, um zu hetzen. Aber manche denken vielleicht, oh, wenn da viele bei draufgehen, dann haben wir was erreicht. Was hat man erreicht? Solche Anschläge sind nur Verzweiflungsaktionen, die absolut keinen Nutzen bringen. Im Gegenteil, nur Schaden für Muslime bringen. Und das Traurige ist, dass es leider Muslime gibt, die so einen Unsinn vertreten. Was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen, wenn jemand so etwas Falsches, so eine falsche Aktion bringt? Dann wird gesagt, ja, die Mujahidun. Ich rede hier nicht über Mujahidun. Das ist kein Dschihad. Das ist einfach eine falsche, unüberlegte Aktion, die nur den Muslimen schadet. Und derjenige, der es gemacht hat, muss den Tadel einfach auch über sich ergehen lassen. Ich meine, er ist jetzt sowieso gestorben. Ja, aber es ist einfach so, es ist einfach eine Aktion, die uns Muslimen schadet. Und deswegen ist es auch wichtig für alle muslimischen Prediger, der Jugend klarzumachen, und nicht nur der Jugend, sondern den Muslimen klarzumachen, dass diese Aktionen sowohl islamisch verboten sind, denn der Prophet ﷺ hat es verboten, im Kriegsfall Frauen, Kinder, Greise und sogar Mönche zu töten, die sich nicht an dem Krieg beteiligen. Wie ist es dann erst mit gezielten Aktionen, wo solche Menschen zu Tode kommen? Allah subhanahu wa ta'ala im Koran selber hatte es verboten, ja, dass der Prophet nach Mekka eindringt, weil unter den Mekkanern Menschen waren, die gläubig sind, damit der Prophet sie nicht in Unwissenheit niedertritt, weil er sie nicht kennt. Allah sagt im Koran, Surah 48, Humul ladhina kafaru. وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معقوفا يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تتعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Das heißt, Sie sind diejenigen, die ungläubig sind und die euch von der heiligen Moschee abgehalten haben, obwohl die Opfertiere bei euch schon fertig waren, sozusagen, um an ihren Schlachtort zu kommen, ja, an Yabluga Mahille. Und walaula rijalu mu'minuna wa nisa mu'minatu. Und ging es nicht um gläubige Männer und gläubige Frauen, ja, lam ta'lamuhum, die ihr nicht kanntet und die ihr niedergetreten hättet, ja, und dadurch Schande erfahren hättet, dann hättet ihr gegen sie kämpfen können. Ja? Das heißt, Allah hat sie zurückgehalten, weil wenn sie nach Mekka eingedrungen wären, hätte der Prophet gläubige Männer und gläubige Frauen niedergetreten, die er nicht kannte, weil er nicht wusste, dass das Gläubige sind. Dann sagt er weiter,
Liyudkhilallahu fi rahmati may yasha. Ja, und dann hätte die Schande, also erstmal sagt er vor, dann hätte die Schande getroffen, dann sagt er, Liyudkhilallahu fi rahmati may yasha. Damit Allah diejenigen seine Barmherzigkeit einlädt, die er will. In seine reinbringt, die er, also diejenigen in seine Barmherzigkeit reinbringt, die er will. Dann sagt er, لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Hätten sie sich abgesondert, das heißt die Gläubigen von den Ungläubigen in Mekka, so hätten wir wahrlich die Ungläubigen von ihnen mit schmerzlicher Strafe getroffen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt dir ganz klar und deutlich, ja, dass er den Propheten zurückgehalten hat, damit keine gläubigen Männer aus Unglück und Unwissenheit ums Leben kommen. Heutzutage gibt es einige, die sagen, ja, wenn sie sich nicht absondern von den Ungläubigen, dann werden sie mit platt gemacht, haben sie Pech gehabt. Und dann sind sie eventuell Schuhada. Hier sagt Allah, hätten sie sich abgesondert, hätten wir sie getötet. Hier sagen sie, die heute sagen ein Leute, wenn sie sich nicht absondern, werden sie getötet. Das zeigt ganz eindeutig, dass das ein Widerspruch zu dem Koranvers ist. Denn der Koranvers sagt, wie gesagt, hätten sie sich abgesondert, wären die Ungläubigen bestraft worden. Hier wird gesagt, wenn sie sich nicht absondern, werden sie mit platt gemacht. Ich sage zu euch, es geht nicht um eine gute Absicht. Es geht nicht darum, ob man was Gutes für den Islam will. Es geht darum, dass man das Richtige tut. Das ist die Botschaft. Deswegen als Prediger muss man darauf aufmerksam machen. Und wir müssen die Jugend dazu aufrufen. Man muss die Jugend, und das sage ich auch an alle Jugendlichen, auch Nicht-Jugendlichen, dass diese Aktionen nur den Muslimen schaden und dass diejenigen, die gegen die Muslime hetzen, sich jetzt ins Fäustchen lachen. Einige Politiker, die werden sich jetzt ins Fäustchen lachen, weil sie jetzt wieder mit verschiedenen Sicherheitsmaßnahmen kommen können, mit neuen Beobachtungsmethoden und neue Hetze führen können und neue Stimmen für ihre Anti-Islam-Propaganda gewinnen können. Meint ihr, ein Thilo Sarrazin, der wird sich jetzt darüber ärgern? Der wird sagen, habt ihr gesehen, die Muslime, habt ihr gesehen? Deswegen lasst uns nicht den Islamhassern Munition liefern, mit der sie gegen uns schießen können. Sondern lasst uns islamisch benehmen, islamisch verhalten, ein Vorbilder sein für den Islam. Und deswegen ist es auch völlig falsch, wenn einige Leute erzählen, man solle sich nicht davon distanzieren. Erstmal, wir distanzieren uns nicht. Wir rufen die Muslime dazu auf, solche Taten nicht zu verüben. Denn wenn wir wissen, dass es Muslime gibt, die solche Taten gut finden, dann müssen wir diesen Muslimen sagen, dass solche Taten nur den Muslimen schaden, damit so etwas nicht in Deutschland passiert. Denn wenn in Deutschland so etwas passiert, dann wird die Dawa kaputt sein. Und das sage ich hier nochmal. Und deswegen sollte jeder Muslim, der wahrlich und wahrhaftig davon überzeugt ist, dass das falsch ist, klar und deutlich den Menschen vermitteln, dass das falsch ist, damit die Kuffar erstmal nicht denken, dass wir eine Religion von Verrückten sind, die irgendjemanden in die Luft jagen, einfach so. Zweitens, damit die Muslime keine Sünde begehen. Und drittens, damit die Muslime keine Tat machen, die den anderen Muslimen schaden wird. Das ist meine Botschaft an die Brüder, denn wir haben so viele dieser Aktionen gesehen, die nur Schaden gebracht haben. Terroranschlag in Casablanca, in irgendeinem Restaurant. Danach werden zig Islamschulen zugemacht. Terroranschlag in Djerba, danach geht es für die Muslime in Tunesien, wird es schwieriger. All diese Aktionen nützen nur den Islamfeinden. Und deswegen, wenn wir die Wahrheit sprechen, dann verschweigen wir die Wahrheit nicht, weil wir denken, dass vielleicht der Käfir uns dann unter Beobachtung stellt, wenn wir gegen Terrorismus reden, ja, ja, wenn man von gegen Terrorismus redet, dann würde man denken, man sei ein Terrorist. Das ist mir egal. Ich rede dafür, damit kein Jugendlicher auf die Idee kommt, so etwas zu machen. Haltet euch davon fern, Brüder und Schwestern. Ihr wollt etwas tun für Brüder auf der Welt. Macht Dua für diese Brüder und macht Dawa hier in diesem Land und praktiziert die Religion richtig. Aber macht keine falschen Sachen. Ihr habt Liebe für die Religion. Ihr wollt den Brüdern und Schwestern in verschiedenen Ländern helfen. Ihr könnt ihnen so nicht helfen. Ihr könnt ihnen mit humanitärer Hilfe helfen. Ihr könnt ihnen mit Dua helfen. Ihr könnt ihnen mit Dawa hier in Deutschland helfen. Denn das
kann die Situation auch für sie beeinflussen. Ihr könnt ihnen helfen, indem ihr gehorsam seid, indem ihr den richtigen Iman habt und die richtigen Taten habt, macht. Aber nicht, indem ihr einfach nur Dinge macht, die kein Hand und Fuß haben und die nur den Muslimen noch mehr Schaden bringen. Das ist meine Botschaft zu Panakrum. Wir haben die Geschichte.